und herzlich willkommen bei Spielwelt vorgespielt. Ich bin Kim, heute ist der Fenrir wieder dabei und wir spielen diesmal Winter der Toten zu zweit in der vollkooperativen Variante. Also eigentlich ist es ja ein semi-kooperatives Spiel, aber mit zwei Leuten geht das nun mal schlecht. Deswegen haben wir jetzt erstmal die rein kooperative Variante gewählt und ich denke, das kommt dir auch ganz entgegen. Da bin ich nicht so ganz abgeneigt, das stimmt. Gut, also werden wir jetzt aufbauen und dann geht's auch schon los. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, da wären wir jetzt also in der Totalen. Wir haben schon mal aufgebaut für die Mission, die wir uns ausgesucht haben. Es sind also alle Zombies jetzt hier untergebracht. Wir haben die übrigens hingelegt. Wir müssen halt selbst darauf achten, wann hier die entsprechenden Plätze voll sind. Aber so kann man am ehesten noch nachvollziehen, wie viele an einem Ort stehen. So, wir spielen also Aufbruch. Der Aufbau ist halt, Moral beginnt bei 5. Runden auch bei 5. So, in der Kolonie kommen 12 Zombies ins Spiel, an allen anderen Standorten kommen 3 Zombies ins Spiel. Das haben wir gemacht. So, Aufgabe. Alle nicht verbannten Spieler müssen einen Überlebenden mit einer ausgerüsteten Waffe haben. Pro Spieler, der bei Spielbeginn anwesend war, müssen 3 Nahrungskarten unter diese Zielkarte gelegt werden. Startnahrungskarten zählen nicht mit. Die Spieler können in ihrem Zug jederzeit Nahrungskarten, die keine Startkarten sind, unter diese Zielkarte legen. So, dann wird auch noch der entsprechende Abschnitt vorgelesen. 21. Februar. Jetzt heißt es wie oder sie. Es gefällt mir nicht, aber unsere Spezies kann nur dann überleben, wenn wir uns den unbequemen Wahrheiten stellen. Unsere Gruppe besteht aus einem harten Kern und einer Reihe von Mitläufern. Erstere müssen die schweren Entscheidungen treffen, die harte Arbeit leisten. Der Rest läuft nur hinterher, futtert unsere Vorräte auf und beschwert sich über die Unannehmlichkeiten. Zum Teufel mit ihnen. Wir sollten diesen unzufriedenen Haufen, der glaubt, über alles debattieren und abstimmen zu müssen, ein für alle Mal loswerden. Ich sage, lassen wir diese Nörgler, die das Konzept einer Leistungsgesellschaft einfach nicht begreifen wollen, zurück. Klar wird es ihnen nicht gefallen, nichts gefällt ihnen. Aber ich habe mich entschieden und ich weiß, dass es genug andere gibt, die meiner Meinung sind. Wir müssen nur eine günstige Gelegenheit abwarten und dann schnell handeln. Ja, ist ja ein sympathisches Ziel, ne? Ja, sehr. Ja, man muss halt überleben und da geht's halt, ja. So. Ich glaube, jetzt... ich will das gar nicht schaffen. Ich red mich schon mal raus, weil es nicht klappt. So, jetzt kriegt jeder 4 Charaktere zugeteilt und davon behalten wir dann 3. Ne, im normalen Spiel würden ja dann 2 behalten werden, da wir aber nur zu zweit sind, darf jeder 3 behalten. So, das machen wir mal kurz. So, wir haben gewählt. Fängst du an? Ja. Ich kann auch anfangen. Ja, fang mal an. Mach mal eine. Okay, hätte ich Janet Taylor, die Krankenschwester, wäre meine Anführerin, hat 42 Ansehen oder Charisma oder wie man das auch immer nennt. Angriff 3 oder mehr, Suchen 4 oder mehr mit der Fähigkeit im Krankenhaus. Einmal pro Runde kannst du beim Durchsuchen des Krankenhauses eine zusätzliche Karte ziehen und behalten. So. Da hätten wir sie. Die ist also auch hier. Dann käme als nächstes Harmon Brooks, der Wildhüter, 32 Ansehen. Dann kämpfen mit 3 oder mehr, suchen mit 3 oder mehr und Fähigkeit überall. Immer wenn Harmon eine Erfrierung erleiden würde, erleidet er stattdessen eine Wunde. Und zu guter Letzt Jenny Clark, die Kellnerin mit 24 Ansehen. Angriff 4, Suchen 3. Überall einmal pro Runde kannst du beim Durchsuchen eines Standorts 3 zusätzliche Karten ziehen. Also die beiden müssen natürlich auch noch erstmal in die Kolonie. Okay. Hier müssen wir uns dann irgendwie mehr. Ich glaube nicht, dass die Plätze jemals voll werden. Insofern hoffen wir das Beste. Ja. Gut, ich habe Thomas Hart, den Soldaten. Ist das Ansehen, Charisma, was auch immer? 64, deswegen der höchste ist mal mein Anführer automatisch, ne?
Sollte er zumindest sein. Okay. Und damit wärst du auch Startspieler. Gut. Der hat Angriff 1 und Durchsuchen 3. Zusätzlich die Fähigkeit, bei einer 5 oder mehr, darf ich einmal pro Runde 2 Zombies in der Kolonie vernichten, ohne dafür einen Infektionswürfel würfeln zu müssen. Das ist, glaube ich, ganz gut, zumindest um die Kolonie freizuräumen. Den nehmen wir dazu. Dann haben wir Ashley Ross, die Bauarbeiterin. 52 Charisma, Angriff 2, Durchsuchen 5. Ihre besondere Fähigkeit, einmal pro Runde kann sie die Aktion Verbarrikadieren ausführen, ohne einen Würfel dafür benutzen zu müssen. Und zu guter Letzt Clara Thompson, die Polizeisekretärin. Charisma 22. Boah, hat die Charisma. 4 Angriff, 2 Durchsuchen. Und als Sonderfähigkeit, wenn ich in der Polizeiwache bin, dann kann ich mir einmal pro Runde eine zusätzliche Karte angucken beim Ziehen. Okay. Müssen die auch noch aufgestellt werden? Ja, dann nehmen wir die nur dazu. Der hat doch die richtige Reihenfolge. Ja, dann kommen die, die wir nicht gewählt haben, unten drunter. Und werden dann sehr wahrscheinlich auch nicht mehr auftauchen. Dann müssen wir noch Startkarten bekommen. So. Im Zwei-Personen-Spiel gibt es dann auch 7 statt 5. Als kleinen Ausgleich. So. Dann gucken wir uns die mal kurz an. Ups. Alles fällt. Nein. Ja, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Ich lege sie erstmal dahin. So, dann müssen wir noch Sachen mischen, während du guckst. Also die Krisenkarten. So, und dann würde ich mal alle sagen, Stapel da unten müssen auch noch gemischt werden. Genau. Mein Gott, habe ich eine Sehnenscheidenentzündung, bevor das Spiel losgeht. Lass auch noch möglichst vor Zeugen mischen. Ja. Muss alles seine Richtigkeit haben. Genau. Es soll ja Leute geben, die planen die Stapel so durch, dass das Spiel perfekt läuft. Ja, glaube ich zwar nicht, dass das wirklich jemand macht, aber man kann ja dann zumindest jeglichen Verdacht im Vorfeld ausräumen. So. Vertraue niemandem. Der wurde auch noch nicht gemischt. Ne? Bei Zombie-Kalypsen darf man grundsätzlich niemandem vertrauen. Das stimmt. Außer den Zombies, auf die es verlasst. Kommt auch auf die Art an. So. Es gibt nur eine Art von Zombies. Das sei mal dahin. Zombies müssen langsam sein. So, gut. Ja, ich habe schon gewonnen, aber ich darf meine Startkarte nicht benutzen. Für die Objektive. Nee, das nicht. Dann müssen wir jetzt, nein, dürfen wir jetzt anfangen. Gut, ich glaube, du musst erstmal eine Schicksalskarte, also ich fange an wahrscheinlich. Ja, Moment, erstmal die, ja. Erstmal die Krise aufdecken. Musst du nicht eigentlich erst mein Schicksal nicht vorlesen, sondern aufdecken? Nee, das kommt gleich. Wenn, okay. Bevor ich dann deinen eigentlichen, also du beginnst ja gleich mit deinem richtigen Zug, dann musste ich die Karte gezogen haben, aber jetzt kommt erst die Krise. Ist ja auch egal. Krise. Genau. Schneesturm, Benzin in Anzahl nicht verbannter Spieler. Bei Misserfolg nicht verbannte Überlebende können sich bis zum Ende der nächsten Runde nicht bewegen und die Moral sinkt um 1. Ja. Würde jetzt die Moral nicht noch sinken, wäre das nicht so schlimm, aber ich denke, das kann man durchaus mal abwehren. So, dann werden die Aktionswürfel geworfen. So. Dann kommen die hier hin. 2, 2, 5, 6. 4, 4, 6, 3. Ja, das ist. Für meine Verhältnisse gut. So, und jetzt ziehe ich für dich diese Karte. Haha. Und lese sie mal. Das ist ja auch ein Crossroads-Game, wenn ich auch ein Crossroad haben. Gut. Ja, dann beginne mal. Ich muss jetzt zuerst Nahrung. Nee, Moment. Erst mache ich meine Aktion, ne? Koloniephase kommt danach.
Genau. Die Spielzüge durchführen ist jetzt erstmal okay. Spielerphase. Dann gehe ich jetzt mit der Clara Thompson zum Polizeirevier. Ja, Moment mal. Hast du Benzin? Nicht, wenn ich da was abwenden will. Darum geht's eigentlich. Also nein, ich muss würfeln. Wie viel Benzin brauchen wir pro Spieler oder pro Charakter? Pro Spieler ist das pro immer. Spieler, okay. Pro Charakter, da wäre man sofort arm bei sowas. Nein, tatsächlich pro Spieler. Ich habe nämlich auch mehr als ein Benzin. Deswegen, ich habe nur ein Benzin. Ja, jetzt ist die Frage, wer denn wichtig ist fürs Überleben. Ich denke mal, wir müssen ja jeder eine Waffe bekommen. Ja. Das heißt... Ich hab die Vermutung, dass es im Polizeirevier, in der Polizeiwache, dass es da am ehesten eine Waffe zu besorgen gibt. Ja, wobei es in Amerika, der Supermarkt ist wahrscheinlich noch besser. Tatsächlich aber ist das Polizeirevier dafür die erste Anlaufstelle. Deswegen würde ich sagen, spende ich dir einmal Benzin, aber du versprichst mir definitiv eine Waffe an mich abzudrehen. Ihr könnt es auch andersrum machen. Ich bezahle selber mit Benzin und du kümmerst dich dafür um die Krise. Oder so. Ne? Also dann kommt es auch selber drauf hinaus. Okay. Also dann gebe ich ein Benzin ab. In den Abfall. In den Abfall. Benzin. Und dafür muss ich nicht würfeln und komme direkt da hinten hin, ne? Genau. Ich lege mich mal dazu. So, dann musst du jetzt auch aufpassen. Da sind ja schon 3 Zombies, das heißt, am Ende der Runde wird der 4. kommen. Richtig. Du solltest also möglichst keinen Lärm verursachen, es sei denn, wir werden die noch irgendwie anders los. Gut. Dafür musste ich jetzt keinen Würfel abgeben, ne? Dafür noch nicht. Dafür noch nicht. Durchsuchen jetzt aber. Für Durchsuchen muss ich einen Würfel abgeben. Ich kann mit 2 plus durchsuchen, das heißt, dann nehme ich einen 3er-Würfel und durchsuche mal damit. Das heißt, du darfst eine zusätzliche, ne? Genau, das heißt, ich gucke mir jetzt die obersten beiden an und darf eine behalten, ne? Darfst du nicht beide behalten oder steht da nur... Ich glaube, ich darf nur zugucken. Ich guck mal hin. Ziehen und behalten. Genau. Das ist ja Luxus pur. Hm. Gut. Erste Aktion. Dann... So, theoretisch könntest du jetzt natürlich weiter Karten ziehen, Lärm verursachen und dann aus diesem ganzen Wust dir 2 aussuchen. Aber wenn du schon das jetzt super findest, was du gefunden hast, alles klar. Und du kannst natürlich jetzt weiter damit um einer neuen Aktion suchen. Aber vielleicht sollten wir auch so ein paar Zombies hier loswerden. Ja, ich wollte auf jeden Fall, hier, ich habe ja schon mal so eine 6, dann haue ich auf jeden Fall schon mal 2 Zombies ohne zu würfeln weg mit den Soldaten. Ich würde mal von Anfang, genau, da kommen ja die 9 am ehesten hin. Dann so, sind die schon mal raus. Zombies weg. Dann habe ich noch 2 Aktionen übrig. Das könnte ich ja... Dann verbarrikadiere ich mal. Lass mal schauen, wo die sind. Da. Das kostet mich ja nichts. So. Dann dann haue ich da hinten am Polizeirevier noch einen Zombie weg. Willst du das? Muss ich ja, ne? Jetzt bin ich doch tot am Ende der Runde. Nein, bist du ja nicht. Einer kommt jetzt dazu und erst wenn da kein Platz mehr ist, also wenn der 5. kommt, dann wird die gefressen. Achso, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde. Pflegte meinen Großvater zu sagen, der Priester in Trinidad war. Ich finde ihn ganz wichtig, bei solchen Spielen muss man grundsätzlich immer Zombie-Film-Zitate um sich schmeißen. Dann suche ich doch einfach nochmal. So, jetzt darfst du aber nur eine nehmen. Ja. Genau. Ein Nacktsichtgerät. Das würde ich ja gleich mal ausrüsten irgendwo. So, eine Aktion habe ich noch. Dann... Ja, wenn du keine Vorschläge hast, was ich akut noch machen sollte, dann würde ich einfach nochmal durchsuchen. Wenn ich da gerade stehe. Ja. Das ist praktisch. Das ist nicht praktisch. Andere Ziel. Okay.
Ja, dann könntest du noch ausrüsten, wenn du irgendwas Tolles gefunden hast. Okay. Wie zum Beispiel ein Nachtsichtgerät. Genau. Das, wusste ich das auch. Also wo kommt das hin? Unter die Leute oder? Genau. Also egal, welcher von deinen Leuten. Du könntest kurz vorlesen, was es tut. Achso, das Nachtsichtgerät ist eine Ausrüstung und zu Beginn jeder Runde werfe ich einen zusätzlichen Aktionswürfel. Genau. Dann kriegt das hier mein Soldat. Der kriegt auch das Ticker T3 Sturmgewehr. Das kann einmal pro Runde kann ich das benutzen, um einen Zombie an einem beliebigen Standort zu töten, ohne dafür einen Infektionswürfel würfeln zu müssen. Und das ist auch keine Aktion. Also einfach so Sniper-mäßig kann man den mal eben weghauen. Das ist auch kein Sturmgewehr, sondern eigentlich ein Scharfschützengewehr. Und dann macht das auch Sinn. Ja, ja, dann benutzt das doch mal, würde ich sagen. Darf ich das schon direkt benutzen? Warum nicht? Meine Runde ist doch zu Ende, oder? Die ist erst zu Ende, wenn... Wenn sie zu Ende ist. Genau. Außerdem hast den Würfel jetzt schon benutzt, ne? Den habe ich benutzt für nochmal die Suche. Aber du hast natürlich immer noch die ganzen freien Aktionen zur Verfügung. Erst wenn du sagst, du bist fertig und ich bin dran, dann ist dein Zug vorbei. Das heißt, ich hau nochmal einen da weg. Ja, würde ich ja auch mal so sehen. Wunderbar. Aus dem eigenen Lager, auf der Polizeiwache. Mein Gott, der Mann, der kann was. Gut. Ja, das war's dann erstmal. Dann bist du dran. Ja, wunderbar. Dann kommt die Karte erstmal zurück. Die ist nicht zum Einsatz gekommen. Ja, dann musst du eine Karte für mich ziehen. Ne? Jo. Kurz lesen. Falls du schauen musst, ob welche Charakter dabei sind, mach das ruhig. Okay. Ich wollte ja erstmal jetzt hier zweimal hier was reintun, um das abzuwehren. So, ja. Ich wollte nicht stören, ich wollte nur kurz wissen, was wir machen müssen. Brauchen jeder eine Waffe und es muss pro Spieler müssen da drei. Nahrung? Was? Keine Startkarten. Ja, ja, schon klar. Und wir müssen natürlich auch für Nahrung hier in unserem Lager sorgen, dass wir essen können. So, eine von mir wird definitiv sich auch rausbegeben, nämlich die Kellnerin, aber die Krankenschwester eventuell auch. Die kann ja dann im Krankenhaus suchen. Ist sie ja dann sollten bei mir eigentlich alle drei raus, dann wird es am ehesten noch Sinn ergeben. Ja gut, dann muss ich es jetzt einfach mal riskieren. Ich nehme ja nicht an, dass du noch Benzin gefunden hast. Doch, ich habe tatsächlich Benzin gefunden. Die Frage, ob du es für mich opfern möchtest. Brauchst du Benzin? Wenn du Benzin brauchst, kann ich es gerne für dich, gebe ich dir gerne ein Benzin weiter. Ja, Moment, ist die Frage jetzt. Ich will auf jeden Fall reisen. Das will ich auch mit mehreren Leuten machen. Würfel doch, da passiert doch nichts. Ich sag einfach mal so, ich fange jetzt mal an mit der Kellnerin, die sich zum Supermarkt begeben wird. Denn dort ist natürlich am ehesten mit Nahrung zu rechnen. Obwohl, die Kellnerin ist eigentlich wichtiger. Ich fange mit der Krankenschwester an. Die reist also zum Krankenhaus und dann würfelt sie einfach. Das ist ja abstrus, die Krankenschwester im Krankenhaus. Wie krank ist das denn? Nichts passiert. Du hast es auf dem Würfel drauf. Ich dachte, da ist immer nur, du bist sofort tot drauf. Nein, Erfahrung beim ersten Mal spielen. Der Zahn war natürlich in der Nähe, aber er kommt ja auch nur einmal. Also bei dem W12 einmal Zahn, das geht ja noch. 1,12? Ja, immerhin. So, die darf jetzt da suchen. Ich habe nur eine 4 zum Suchen. Ich fürchte, ich kann meine ganzen Aktionen überhaupt nicht machen, weil ich nämlich... Die haben alle 3 plus, ne? Ja. Ne? Die sind die Schweine ziemlich blöd. Ich habe auch keinen Kram oder so, um da irgendwas zu ändern. Aber egal, ich kann ja auch noch so Aktionen machen wie... Ja, aufräumen ist jetzt nicht so ideal, aber vielleicht noch mehr Barrikaden irgendwo bauen. Vielleicht sogar im Krankenhaus. Ja, dann
wird die definitiv einmal da suchen. Die kann ja dann eine Karte mehr ziehen. Die darf sie auch behalten. Ne? Das ist genau. Das heißt, 1 und 2 gibt es schon mal. Mhm. Gut, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Ich habe sogar was Nützliches gefunden. Ich frage es nur, wem ich das gebe. Okay, werde ich wahrscheinlich der Kellnerin geben. Die kann einmal Benzin jetzt gut gebrauchen. War dein Stichwort, du solltest Benzin ja abgeben. Achso. Entschuldigung. Ich war gerade in Gedanken. So, die fährt mal kurz vom Krankenhaus vorbei, nimmt da die Taschenlampe mit und landet sicher beim Supermarkt. Ja, das heißt, ich rüste ihr die Taschenlampe aus. Welche besagt? Einmal pro Runde kannst du beim Weitersuchen 3 weitere Karten pro Geräuschmarker ziehen anstatt einer. Und damit ist sie da perfekt, um den gesamten Supermarkt zu durchwühlen. So können wir uns dann die entsprechenden Karten da raussuchen und Nahrung ist ja dann wichtig. So, erstmal hat sie ja sowieso die Fähigkeit, das zu tun. Die darf ja 3 Karten zusätzlich ziehen. Die darf 3 zusätzliche Karten ziehen, aber nicht mehr behalten. Hat also jetzt nur bei... Ich nehme das mal erstmal so hier hin. 1, 2, 3, 4. Und dann gucke ich mir die mal an. Könnte jetzt ein Geräusch verursachen und dann nochmal 3 Karten ziehen. Aber im Prinzip hat sie schon was gefunden, was sie nehmen könnte. Deswegen kommen die einfach unten drunter. So. Ich bin auch doof. Ne? Waffen findet man natürlich in erster Linie in der Schule. Da hätte ich hingemusst. Genau. Also die Schule ist nicht zu verachten. Da kann man nicht... Da findet man alles. Nein, diese zusätzlichen Wissensdinger, die man da finden kann, die sind schon nicht ohne. Das ist das Einzige, was ich jetzt unlogisch finde, dass es in der Schule Wissen gibt. So ungefähr. Jetzt ist die Frage, soll noch mein anderer Charakter wegreisen? Das hat eigentlich nur den Sinn... Dass wir Nahrung sparen. Genau, weil... Ist gleich. Und es kommt dann auch ein Zombie weniger in die Kolonie. Dafür ein Zombie mehr an einen anderen Ort. Insofern tut sich da nicht so viel. Aber ich werde schon mal, während wir jetzt überlegen, einmal Nahrung, also die Startkarte Nahrung 1 hier rein spendieren. Das heißt, ich kann mir eine Nahrung nehmen. Beziehungsweise sie hier reinlegen. Lecker. So, und jetzt müssen wir noch eine da reinpacken oder den wegschicken oder beides. Ja, mir ist egal. Sag mir, was du möchtest. Ich bin halt unschlüssig, was ich will. Das habe ich hier. Das Problem ist, dass dieser Typ im Prinzip zu nichts gut ist, außer mir einen Würfel zu bescheren. Dann lass ihn doch einfach in der Kolonie stehen. Heißt, ein Zombie da mehr und einmal... Ja, der könnte eventuell woanders noch suchen. Zum Beispiel in der Bücherei. Na, warum? Oder in der Schule. Ich glaube, die Schule ist natürlich noch weitaus sinnvoller dann. Der reist einfach zur Schule. Einfach mal so, weil das kann. Genau. Wenn er ankommt. Und wenn er denn da überhaupt lebend ankommt, genau. Er kriegt eine Erfrierung, aber aufgrund seiner besonderen Fähigkeit. Er hat eine Wunde bekommen. Hm? Genau. Kriegt er nur eine normale Wunde, weil er einfach es gewohnt ist. So. Erfrieren ist für Anfänger. Genau.
Die Schule hat auch Platz für 4 Zombies, da kann also nichts passieren. Ich habe ja noch 2 hier für Barrikaden. Die würde ich nämlich tatsächlich in den entsprechenden Orten da hinpacken. Das heißt, hier ist noch Platz für eine Barrikade. 1, 2, 3 Plätze für die Zombies. Und da genau dasselbe spielen. Das heißt, das bleibt bei 3 Zombies da. Das ist ja schon mal gut. Wir haben jetzt eine Nahrung da drin, die man auch essen muss. Es kommt ein Zombie. Das heißt, und wir haben 2-mal Benzin da auch reingepackt. Den habe ich natürlich da auch da verbraucht. Ich habe nichts mehr, was ich irgendwie ausrüsten könnte. Nein. Ja, dann würde ich mal sagen, bin ich fertig und die Karte kann zurück, weil sie nicht in Erscheinung getreten ist, nehme ich mal an. Richtig. Wir gehen also in die Koloniephase und das heißt, wir verteilen die eine Nahrung an unsere beiden Leute da. Das war Nahrung. Ich muss ja vielleicht mal eine... Nein, die war hier oben. Na, wo ist es denn? Nämlich ein eingebautes Geschicklichkeitsspiel. Das Spiel im Spiel. Ja. Dann kommt der Abfall dran. Da ist natürlich noch nichts. Das sind 3 Karten. Das ist. Oder waren es 3? Wo war da nochmal? Da gab es irgendeinen Haken. Deswegen ist es auch aufräumen. Ne? Genau, wenn man die Moral sinkt, wenn das die 10 übersteigt. Haben Sie sich mit meiner Frau abgesprochen, weil der sinkt die Moral sogar um 2 Punkte, wenn irgendwie mehr als 4 Sachen rumliegen. So, die Krise wird abgehandelt. Ich denke mal, die wird das so gucken. Hast du 2-mal Benzin? Ja, ich habe 2-mal Benzin reingepackt. Das heißt, oh Gott sei Dank, kein Verräter. Man kann auch dagegen handeln, wenn man kein Verräter ist. Ne? Ja. Also, es mag tatsächlich manchmal sinnvoll sein, sich bewusst aus der Kolonie rausschmeißen zu lassen. Na, hätte ja sein können, dass du dich selber betrogen hast und nur ein Benzin reingetan. Ja, Unfähigkeit gibt es natürlich auch immer noch als Komponente. Zombies werden ins Spiel gebracht. So, jetzt heißt es. Einer kommt hier hin. Genau. Eine Barrikade steht da noch. Ja, aber der läuft ja erstmal auf den freien Platz. Okay. So, und dann kommt dort einer hin. Das könntest du mal hinlegen. Ach, die Wachte Potenzial. So. Im Supermarkt läuft der neue Zombie vor die Barrikade und wird weggenommen mit Barrikade. Das heißt, die... Kommst du da dran? Ich komme dran. Wird entfernt. Boah, irgendwann habe ich es auch raus, wo die Sachen hier liegen. Da. Hier kommt ein neuer hin. Das heißt, da sind jetzt 4. Das heißt, da wird es eng. Hier kommt nichts. Hier geht die Barrikade drauf und da passiert auch nichts mehr. So. So, das gemeinsame Ziel wird überprüft. Haben wir schon 3 Nahrungskarten pro Spieler? Nein. Eher nicht. Auch nicht jeder hat auch nicht einen ausgerüstet mit Waffe. So, dann wird der Rundenanzeiger weitergerückt. Wir haben noch 4 Runden zu spielen und der Startspieler wandert ebenfalls weiter. First Player. Wunderbar. Ja, und das heißt, es geht in Runde 2. Und wir decken eine neue Krise auf. Grauen in der Nacht. Nahrung, Anzahl nicht verbannter Spieler. Misserfolg, die Moral sinkt um 2. Super. Müssen wir jetzt hier auch noch Nahrung reinballern. Nahrung nicht? Anzahl nicht verbannter Spieler. Achso, also 2. Genau, wir haben ja keine Verbannten im kooperativen Spiel. Insofern. Ja. Aktionswürfel werfen. Ich brauche einen zusätzlichen. Ja, dann nimm dir. Achso, da liegen sie. Semi-gut, aber okay. Ja, dann beginne ich. Du darfst eine Karte ziehen für mich. Einmal Schicksal. Ich spiele einmal Schicksalsgöttin. Mann.
Ja, jetzt ist die Frage, was ich noch machen soll. Erst einmal müssen wir natürlich Nahrung da reinbuttern. Ja, wir müssen... Da sollten wir zufällig also die Startkarten für benutzen. Ja, ja, logischerweise, ne? Genau. Hast du da welche? Ich könnte mich da auch drum kümmern. Ja gut, dann machen wir es doch so, jeder eine. Halalala, du machst das erst, wenn du dran bist. Achso. Ja? Und ja, das ist halt das Problem, dass man das auch tatsächlich nur dann darf. Denn wenn ich jetzt hier verpennen sollte, meine Karten reinzupacken, dann kann ich das in deinem Zug nicht mehr machen. So, ich kann noch eine auch für die Nahrungsversorgung beisteuern. Aber erstmal suche ich jetzt hier wieder im Supermarkt. Supermarkt. Genau. Und das heißt, ich hol mir mal den Stapel hier hin. 1, 2, 3, 4. Das war so ein Casino-Schieber, so nachdenken. So in etwa, ja. So, das ist schon mal da. Gut, dann wird meine Krankenschwester auch suchen. Da soll der Typ in der Schule da, der muss ja jetzt auch was machen. Der muss kämpfen, ne? Sonst wird, es sei denn, irgendwo lockst gleich 2 Zombies zur Kolonie. Ich kann auch einen wegschießen. Genau, ginge auch. Dann müsstest du eventuell bei deiner, bei der Polizeiwache dann nochmal was anderes tun. Aber egal. Wenn du dich drum kümmern kannst, verlasse ich mich drauf. Vielen Dank. Und dann nehme ich hier 2 Karten. Mann, Mann. Okay, jetzt ist die Frage, ob ich das benutze oder nicht. Ich könnte mich jetzt wieder mit den Barrikaden über Wasser halten. Ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt eigentlich, ne? Du kannst mit deinen 1 und 2 eh nichts anfangen sonst, ne? Genau. Gut, dann würde ich mal sagen, baue ich wieder Barrikaden, um da die neuen Zombies abzuwehren, und suche auch nicht. Könnte auch gar nicht suchen mit den Zahlen, stimmt ja, aber... So, jetzt könnte ich aber noch Nahrung für die Truppe beisteuern. Einmal, denn... Könnte ich aber auch machen. Ja, und meine Leute. Ja, komm, aber was soll's. Ich packe noch einmal Nahrung da rein. Okay. Nein, Nahrung. Ja. So, dann würde ich mal sagen, bin ich fertig. Die Karte kam nicht zum Tragen. Nein. Gut, dann kann ich ja gleich mal eine ziehen. Hast du nachgesehen? Alles gut? So, dann kommen erstmal meine Aktionen mit ohne Würfeln. Das heißt, ich schieße erstmal einen Zombie, den schneipere ich da mal weg. Scheiß Camper. Dann gebe ich eine 6 aus, um hier 2 Zombies aufzuholen. Okay. Okay, jetzt geht's los hier. Kann ich eigentlich mit der nur da Barrikaden bauen, wo sie wahrscheinlich ist, ne? Genau. Dann baue ich trotzdem, weil es ja nichts kostet, eine Barrikade. Hier. Und fange an zu durchsuchen. Nehme ich erstmal eine 2 weg und gucke mir hier mal 2 Kärtchen an, die ich auch beide behalten darf, ne? Das, was ich mir vorgestellt habe. Du wolltest noch einmal Nahrung hier reinpacken, bevor du es vergisst. Noch. Genau, bevor ich es vergesse. Nur die richtige Nahrung. Nee, ich will da gar keine. So,
Vielleicht ist da gar keine Nahrung drin. Man weiß es nicht. Ich durchsuche weiter. Das war nicht das, wonach ich geguckt habe. Nochmal. So. Dann gebe ich dir erstmal... Nee, das kann, musst du erstmal deinem Charakter ausrüsten und dann kann der das dann einem am selben Standort weitergeben. Okay, dann rüste ich das erstmal nicht aus. Mach das doch ruhig. Also deine... Vielleicht deine... sag schon, Bauarbeiterin. Dann kommt einer nachher in die Kolonie zurück und... Okay, dann kriegt, der, das. Kriegt die den Colt. Hab auch Benzin zur Not, dass da niemand Infektion riskiert. Okay, dann habe ich noch eine Aktion übrig. Was mache ich denn hier? Ich such nochmal. Ja. Wüsste ansonsten gerade nicht, was ich sonst noch groß machen soll. Mal gucken, ob wir irgendwas noch tun müssen. Aber im Prinzip nicht. Im Grunde brauchen wir nur noch Nahrung. Ja. Würde ich meinen, oder? Die könntest du ja auch... Könntest du die da finden? In der Polizeiwache ist auch Nahrung, ja. Aber nicht so viel. Aber egal. Dann zumindest noch eine Waffe. Die kann man ja auch so gut benutzen. Ne? Also nur... ich sehe jetzt gerade... Im Moment sieht es ganz gut aus. Ich weiß ja nicht, ob du schon Nahrung gefunden hast. Habe ich, ja. Aber... wir können ja beliebig viele Karten drunter parken, das muss ja am Ende erst sein. Deswegen gucke ich erstmal, ob wir nicht die auch noch mal ab und an brauchen, um Essen zu kriegen. Ich habe nur die These, wenn das gut läuft, haben wir nächste Runde gewonnen. Wir haben zwei Waffen und mir fehlen noch zwei Nahrung eigentlich nur. Ja gut, wenn du das so siehst, dann... Ich weiß es nicht, vielleicht übersehe ich ja was. Ich nehme einfach hier nochmal einen. Das ist so praktisch, dann komme ich mit zurück. Gut. Dann bist du also fertig. Jetzt kann ich noch Karten spielen, ne? Du kannst noch Karten auslegen, ja. Wie viel darf ich da reinschmeißen? Also wie viel dürfen da insgesamt drin sein? 10? 10 sollten nicht drin sein. 10 ist schon zu viel, 9 ist okay, ja? Mhm. Für jeweils 10 sinkt die Moral um 1. Dann bin ich damit fertig mit meinen Aktionen. Ich könnte noch Aktionen ohne Aktionswürfel machen. Da habe ich aber alle schon abgehandelt, die Sinn machen. Ich habe eine Karte reingelegt. Kann ich... Na komm, ich schieb schon mal eine darunter. Du, willst du das jetzt hier geheim machen? Nee, komm. Offen. Das war nicht die Startkarte, ne? Nee, Polizei. Ja, wenn gut, du dann fertig dann bist, bin ich fertig. Gut, dann kam die Karte nicht zum Tragen. Alles ja. Was das angeht, bisher nicht so glücklich. Ne? Die sind doch eh schlecht, oder? Die sind nicht immer schlecht, nein. Die sind auch gut. Oder manchmal je nach Situation gut oder schlecht. Oder egal. Ja, dann müssen wir wiederum die Koloniephase abhandeln. Nahrung wird verteilt. Die zwei essen diese eine Dose auf. Lasst es euch schmecken. Der Abfall wird überprüft. Das dürften jetzt so 5 sein. Das sind 4. Egal. Stimmt, du hast die Karte da ja, runtergeschoben. Mhm. Dann Krise abhandeln. Es ist 2-mal Nahrung da. Das ist also abgewehrt. Gut, dann Zombies ins Spiel bringen. Kommt einer in die Kolonie. So, und dann müssen wir jetzt, glaube ich, so langsam... Ne, müssen wir doch nicht. Einer kommt auf die Polizeiwache. Einer kommt auf die Polizeiwache. Und einer kommt bei dir dann noch auf die Schule, ne? Genau. Hier ist die Barrikade weggegangen und hier geht auch die Barrikade weg, weil wir tunlichst vermeiden, Lärm zu machen. Das ist ja gut. So, das gemeinsame Ziel wird überprüft, ist noch nicht erfüllt. Dann wird der Rundenzeiger weitergerückt. Und der Startspielermarker weitergereicht. Und dann geht's in die nächste Runde. Dann Krise! Ich krieg die Krise!
Haben wir jetzt eine Krise. Oh. Legion der Toten, Benzil an Anzahl nicht verbannter Spieler. Misserfolg in der Kolonie, kommen 12 Zombies ins Spiel. Ja, haben wir Benzil? Sonst haben wir ein Problem. Macht das was, 12 Zombies? Ja. Haben wir nicht mehr genug Platz dafür? Nicht so wirklich. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ne? 3 kann ich wegräumen, ohne dass was passiert. 4 kann ich wegräumen, ohne dass was passiert. Ja, aber... Das zwei Barrikaden. Sogar 3. Ich hätte aber auch Benzin, aber nur 1. Ja, ich habe auch einmal Benzin und insofern machen wir das so. Das klappt alles. Was machst du? Achso. Würfel mache ich. Ich habe echt kein Glück diesmal. Du bist da deutlich besser dran jetzt im Moment. Ja, aber es reicht nach wie vor aus, um zweimal zu suchen und zwei Barrikaden zu bauen. Aber du bist nicht dran. Hm? Genau, du bist dran und ich muss stopp. Mein Schicksal. Es ist mein Schicksal. Gut. So, dein Schicksal kommt noch nicht. Dann lege ich erstmal was hier hin. Mhm. Was das wohl sein könnte. Gut, dann sniper ich erstmal. Und zwar snipere ich der aus der Schule wollte sich ja eh jetzt zurückziehen, aber das Problem ist jetzt, wenn ich das Benzin in die Krisenabwehr pumpen muss, kann natürlich sein, dass der sich infiziert und dann ist das doof. Ja. Wir könnten aber auch sagen, der wird einfach gefressen da. Manchmal müssen die halt zurückbleiben. Ja, manchmal muss man Opfer bringen. Besonders nett war unser Auftrag ja sowieso nicht. Ich sniper mal einen auf der Polizeiwache dann. Ja, das ist dann deutlich sinnvoller. So, das war noch ohne Würfel. Dann. Genau, erstmal eine 5. Auch das ist weg. So, dann baue ich meine Straßensperre, meine Barrikade. Da sind die, glaube ich, drin, ne? Genau. Damit vernichtest du dann auch gleichzeitig einen Zombie. Das ist nämlich gut. So. Dann. Hat der das gemacht? Die hat was gemacht. Dann darf die jetzt suchen gehen. Und zwar erstmal hier für 3, 2 Kärtchen. Bam, das ist gut. Ich überlege gerade, macht das Sinn, einfach weiter zu suchen? Im Zweifel ja. Hm? Ich die auch noch einen Colt. Haha, hat sie. Dann schieße ich einen Zombie da weg. Und muss nichts würfeln. Muss nicht würfeln. Such nochmal einmal. Wie war das mit den Geräuschen machen und den ganzen Kram? Wenn du mehr Karten, also für jede zusätzliche Karte, die du dann beim Suchen ziehst, legst du einen Geräuschmarker hin. Mhm. Da ist dann die 50%ige Chance, dass dann ein Zombie pro Geräuschmarker kommt. Mhm. Du darfst dann aber dennoch nur eine Karte behalten. Du hast halt nur die größere Auswahl. Okay. Nur mal so in die Tüte gebrainstormt. Da liegen jetzt 2 Zombies, ich wollte da gleich noch 2 Barrikaden hinlegen. Hm? Das heißt, im schlimmsten Fall könnten dann... Nee, Moment. 1, 2... Also ein Zombie käme ja sowieso, der läuft in die Barrikade. Der nächste würde auch noch reinlaufen. Wenn dann noch mehr kommen, dann würden die wieder auffüllen, ne? Genau. Kurz rechnen. Genau, auf jeden Fall weg. Dann haben wir 1, 2, 3. Könnte ich mir jetzt 3 Karten angucken, eine behalten. Dann käme 2 Geräuschmarker dann nur drauf. Ich könnte mir 4 Karten angucken. Du darfst eine normale ziehen. Genau. Und dann für jede zusätzliche ein Geräuschmarker. Das heißt schon mal eine. Darf ich mir die erst angucken?
Du darfst die erst angucken und dann gucken, ob du weiter rumwühlen willst. Ich ruck mal die Polizeiwache wieder zurecht. Das war nix. Das heißt, wenn ich jetzt... die darf ich dann aber nicht behalten. Ich darf nur eine Karte insgesamt behalten, dann von denen ich ziehe. Genau, du solltest die auch dann separat halten. Genau, dann das machen wir jetzt mal. Okay. Willst du also Geräuschmarker? Geräuschmarker. Das gefällt mir deutlich besser. Willst du das also auch schon so? Dann behalte ich das nämlich. Kommt das unten drunter, oder? Ja, das kommt unter den Stapel und dann... Der ist schon sehr klein. Ne? Der ist schon gut aufgebraucht, ja. Dann kannst du den noch da hinlegen. Das ist dann bei 1 bis 3 kommt dann ein Zombie gleich. Okay. Wird dann gewürfelt. So, dann spiele ich erstmal mein Vorhängeschloss. 2 Barrikaden setzen. So, dann Nahrung. Und jetzt setze ich alle meine Hoffnungen in dich. Du hast jetzt 2-mal Nahrung darunter, ja? Mhm. Ja, erstmal geht die Karte zurück, das ist nicht in Erfüllung getreten. Ja, so viel kann ich, glaube ich, nicht machen. Und du müsstest ja auch die Waffe noch in deiner nächsten Runde an meinen weitergeben. Das heißt, ich muss langsam mal einen wieder in der Kolonie haben. Ach, ich habe gar nicht... Ne? Egal. Es sei denn, ich finde jetzt zufälligerweise irgendwo noch... Aber es gibt keine. Es gibt noch eine Tankstelle Waffen. Ne? In den anderen Orten haben die gar keine. Zwar Werkzeuge, die auch als Waffe taugen, aber... Ich wollte mal eben kurz einmal nachhaken. Ich habe nämlich keine Nahrung... für die Überlebenden abgegeben. Das wäre vielleicht sinnig, wenn ich das nur eben schnell mache. Ne? Gut, ich habe ja noch nicht gemacht, insofern auch noch mal ganz schnell eine hinterher. Machst du? Ich kann... So. Dann bist du aber fertig. Ich habe nichts gemacht. Das war, lag schon die ganze Zeit da. Das müsste aber auch so langsam mal entleeren. Da war nur ein Fleck auf der Kamera. Genau. Da musst du für mich eine Karte ziehen. Ja. Das war's. Vielleicht tritt die jetzt endlich mal in Kraft. Sieht nicht so aus, wenn du sie jetzt erstmal so unmotiviert auf den Tisch legst. Gut, dann beginne ich vielleicht damit, einen Fremden ins Spiel zu bringen. Du solltest vielleicht auch nur dran denken, dass du auch noch gleich da eine Karte hinlegen musst. Ne? Na, Benzin oder ja, was? Das Schicksal. Genau. Ein Fremder, ich darf mir also die oberste Karte nehmen. Und es ist Edward White, der Chemiker. Ja, hat Angriff 4, Suchen 3 in der Kolonie bei einer 1. Einmal pro Runde kannst du beim Angreifen mit Edward eine Medikamentenkarte ausspielen. Ihr Effekt wird nicht ausgeführt, um 3 Zombies zu töten anstatt einem. Muss dafür keinen Infektionswürfel werfen. So, das habe ich jetzt gemacht, um den Typen hops gehen lassen zu können. Das heißt, das wird unsere Moral sicherlich schwächen, aber dafür haben wir dann einen dort. Ich muss den mal kurz raussuchen. So, da ist er. Der Chemiker namens White. Was reiner Zufall ist. Wahrscheinlich. Ja, jetzt heißt das aber auch eine Nahrung mehr, ne? Es los polos hernandos. Gut, dann... War nochmal, wenn die Leute hungrig sind? Sinkt die Moral erstmal um 1. Also es kommt eine Hungermarke hier rein, wenn das nicht erfüllt werden kann. Die Nahrung bleibt dafür aber drin. Und dann sinkt die Moral um die Anzahl der Hungermarken. Das heißt, vom ersten Mal, wo es nicht erfüllt wird, um minus 1, dann um minus 2 und so weiter. So, ich hätte aber sogar mit dem hier ein Medikament, das er nutzen könnte, um nochmal 3 Zombies wegzuhauen. Dann könnte die Sache mit den 12 Zombies ja durchaus auch eine Möglichkeit sein. Können wir jetzt Karten tauschen? Tauschen können wir nicht. Ich kann nur für eine Aktion, die ich mache, eine von dir erbeten. Ah.
Ach so. Aber du darfst mir keine auf die Hand geben. Deswegen geht das auch mit der Ausrüstung nur über die Charaktere. Okay. Und das ich hätte nämlich, mit dem Chemiker könnte ich nämlich, der darf es nur einmal pro Runde machen, ne? Genau. Ich hätte nämlich, glaube ich, noch 7 Medikamente aufbauen. Moment, also wenn ich die Aktion machen will, dann kannst du mir dafür das Medikament geben. Das war meine... Ja, aber du darfst nicht mir die Karte geben hier für später, oder? Ja, das geht nicht. Ja, das wäre ja auch eine... Aber jetzt haben wir schon mal ein Benzin da reingesteckt. Das wäre jetzt eigentlich blöd. Und vor allem 12 Zombies sind eine Ansage. Selbst mit dem ganzen Zeug. Wer weiß, was da auch noch kommt. Aber ich wollte ja jetzt erstmal suchen, ne? Ja, das wird Sinn machen. Weil im Grunde brauchen wir eigentlich nur noch in Anführungsstrichen ein paar Medikamente. Nicht Medikamente, Nahrung. 4 Nahrung fehlen uns, ne? 6 brauchen wir, 2 liegen runter, Waffen haben wir genug. Dann würde ich mal sagen, die Krankenschwester sucht erstmal hier 2 Karten. Okay, ja, dann gibt es definitiv einmal da eine Benzinkarte rein. So, da muss nichts, der wird sterben, die kann auch nochmal suchen. Problem ist nur, dass die jetzt zwar viel Auswahl hat, da aber nur eine Karte behalten darf. Die behält die, das kommt unten drunter. Und jetzt muss ich hier mal schauen, wie ich das mache. Also zum einen gibt es hier einen Wischmob für den Hausmeister, also den Chemiker. Der Hausmeister hat ihn ja schon eingebaut sozusagen. Einen eingebauten Wischmob. Nur echt mit Wischmob. Die Melvin, der Toxic Avenger, ist auch nur echt mit Bischmopp. Oh, da kommen jetzt aber Sachen raus hier. Ich haue 3 Nahrung zur Versorgung der Leute raus. Das war mir einfach zu wertvoll. Was denn? Hä? Warum? Warum? Das könnte die letzte Runde sein. Kann sowieso nicht die letzte Runde sein, weil ich keine Waffe ausgerüstet habe. Ja, wie kann ich dir, wir sind doch jetzt zusammen da. Kriegst du doch jetzt eine. Ja, aber sowieso erst nächste. Wenn du wieder dran bist, darfst du mir das erst geben. Okay. Das heißt, die nächste Runde müssen wir sowieso noch spielen. Und dann kann ich auch meinen Wildhüter retten. Dann kann der nämlich nicht von der Schule weg. Und dann habe ich noch einen Würfel mehr. Ist und okay. Eventuell mehr Aktionen zum Suchen dann. Ganz wie du möchtest. Und dann reicht die Nahrung schon für die nächsten 2 Runden, wenn da niemand zukommt. So, das heißt, der Wildhüter fährt einmal sicher mit Benzin, ich habe nämlich gerade beim Suchen hier nochmal Benzin gefunden, zurück. Ist dann sicher, passiert überhaupt nichts. Und jetzt habe ich noch die Möglichkeit, erstmal mit dem Wischmob da zu kehren. Ja, das heißt, das ist ja eine Aktion, die keine Würfelzahl erfordert. Das heißt, ich kann jetzt 5 Karten hier entfernen. 2, 3, 4, 5. Kommen raus. Jetzt könnte ich noch einmal eine Barrikade bauen. Ja, da. Egal wo. So. Das war's, denke ich. Es gibt... Hier 2 Karten. Nahrung ist ausreichend vorhanden. Ich gucke nochmal zur Sicherheit, ob ich irgendwas noch machen will. Nö. Das mit dem Medikament war ja keine, kein Würfel gebraucht. Ne? Das konnte er einfach machen, indem der Chemiker. Ne?
Doch, das brauchen Würfel. Achso, okay. Zwar eine 1, okay. Aber ist quasi eine Kampfaktion. Alles gut. Ich sehe aber jetzt noch nicht so die Notwendigkeit dafür. Ich dachte nur, weil wir es können. Einmal machen, weil wir es können. Ja, okay. Ja, wenn das jetzt keine Aktion, also nicht kein Würfel gekostet hätte. Ja, klar, kann ich verstehen. Ich habe so viele Medikamente auf der Hand, ich werde die eh nicht mehr quitt in dem Spiel. Hey, du hättest meinem Typen da heilen können. Kann ich. Ich habe gefühlt 20 Stück davon auf der Hand. Ja, aber braucht er jetzt ja auch nicht, wenn er sich nicht nochmal in Gefahr begibt. Und Erfrierungen ist natürlich eine andere Geschichte. Da sollte man sofort heilen, aber normale Wunden kann man ja durchaus verkraften. Ja, damit bin ich auch fertig und wir gehen mal wieder in die Koloniephase. So, die Nahrung wird verteilt. 2 Stück für die 4 Leute dort. Dann wird Abfall überprüft. Da ist ja natürlich jetzt gar nichts mehr. Also 3 Stück. Dann wird die Krise abgehandelt. 2x Benzin vorhanden. Das heißt, abgewehrt. Dann kommen Zombies ins Spiel. Jetzt kommen natürlich 2. Aber der erste läuft vor die Barrikade. Der nächste kommt am anderen Eingang hin. So. Da müssen wir jetzt würfeln einmal. Das solltest du übernehmen für deinen. Mit einem W6, ja? Ja. 1 bis 3 kommt einer? Ja. Kommt keiner, das heißt, der Geräuschmarker kann weg und eine Barrikade für den Zombie, der sowieso da kommt. Die waren jetzt hier, glaube ich. Nein, da. Dann die Barrikade entfernt. Hier passiert nichts mehr. Runter. Hier passiert nichts. Hier kommt ein Zombie tatsächlich. Oh, die ist jetzt aber hier verloren im Posten. Soll ich den wegballern? Kannst du ja nächste Runde machen. Da wird der Rundenanzeiger weitergerückt und Startspielermarker weitergegeben. Wunderbar. Ich sehe, die Rundenzahl ist ja jetzt eh fast zu Ende. Ja, ich denke, diese Runde können wir schaffen. Ich hoffe, du hast genug Nahrung. Ich habe nämlich noch die Handvoll Nahrung von Startkarten. Hättest du mir das mal gesagt. Aber ja, ich habe doch gesagt, ich habe Nahrung ohne Ende. Wenn es an der einen Karte sollte, es jetzt nicht scheitern. Also ich denke, das werden wir noch irgendwie schaffen. Wenn nicht, nehme ich alle Schuld auf mich. Könnt ihr mich offiziell lynchen, ja. So, es gibt eine neue Krise. Irgendwas mit Heilung. Heilmittel. Ja, Krankheit. Heilmittelanzahl nicht verbannter Spieler, Misserfolg, jeder nicht verbannte Überlebende erhält eine Wunde. Moral sinkt um 1. Ja, sehr schön. Dann werden die Aktionswürfel geworfen. Ich kriege jetzt auch einen mehr. Hat sich das doch hoffentlich gelohnt. Ja, jetzt ist auch mal die Würfelzahl entsprechend gut. Da habe ich ja richtig Auswahl jetzt. So, jetzt musst du mir noch eine Karte ziehen und jetzt, jo. Vielleicht kommt die ja jetzt auch mal zum Tragen. Ich warte kurz. Was hast du denn für Charaktere, ne? Janet. Ja, alles klar. Hab schon geguckt. Ich dachte jetzt hier, weil ich Janet sagte, schon alles klar, die wäre dabei, aber nein. Aha. Dann muss ich ja jetzt Dinge tun. Ne? Richtig. Suchen. Ja, beginnen wir doch mal mit einer Suche im Supermarkt, die ja durchaus Nahrung verspricht. 4 Karten. Ja. Okay, dann. Such die nochmal. Jetzt sieht die erstmal nur eine. Gut, dann wühlt sie einmal weiter. Macht Geräusche. Darf dafür aber 3 Karten ziehen wegen ihrer Taschenlampe. Mal wieder so eine Waffe, die keine Waffe ist, dabei.
Ja, ist aber blöd. Ich habe tatsächlich jetzt hierbei keine Nahrung gefunden. Verwesendes Fleisch, zählt das als Nahrung? Definitiv. Was nehme ich denn jetzt? Na gut, dann nehme ich eben das. Das kommt unten runter und... Wollen sie nochmal? Da kann sie aber nur noch eine ziehen. Das heißt, nein, jetzt such die hier. Okay, dann muss es halt so sein. Ich lasse noch mal die Kellnerin suchen. Hui. So, dann. Drei, vier. Das sind also drei pro. Wir brauchen jetzt also nur noch. Ich muss dir noch die Waffe gleich rübergeben. Ne? Ja, und wir müssen überleben noch bis zum Ende der Runde. Das sollte aber auch kein Problem sein, denn. Ja, jetzt, was mache ich mit meinem letzten Würfel? Wenn du hier ein Zombie. Dann musst du da auch ein Zombie wegmachen. Das heißt, du solltest vielleicht die zwei. Ich muss den Zombie wegmachen. Im Supermarkt ist Gefahr für die Liebe, weil den Lärm gemacht hat bei ihrer Sucherei. Also, und hier kommt sowieso, aber du kannst zwei weglocken auch. Dann würde ich das nämlich so machen, der... Obwohl, ich kann auch hier eben mal Medikamente reinhauen. Ne? Zack, einmal. Und du wolltest mir eins geben, aber muss er eigentlich auch nicht. Mach ich selber, komm, mach ich selber. Aus einer Adrenalinspritze, denn wir werden ja sowieso das in dieser Runde geschafft haben. Das heißt, nochmal würfeln muss ich eh nicht. Das ist einmal Medikament. Das heißt, der kann hier drei Zombies weghauen. Eins, zwei und drei. Obwohl, nein, warum denn nicht hier anfangen? Ist auch sinnvoller. Gut, meine Crossroads-Karte kam nicht zum Tragen, weil wahrscheinlich der Charakter nicht dabei war. Richtig. Dann legst du mal hin. Okay. Ja, dann hoffe ich mal, dass du es jetzt nicht versaust. Ich gebe mein Bestes, es hinzukriegen. Ja, dann sollte einer meiner Charaktere, vielleicht der Wildhüter, von der Bauarbeiterin eine Waffe kriegen. Du musst erstmal noch so eine Crossroads-Karte. Ja, natürlich, damit vielleicht noch einmal eine... Hammer, willst du mal was? Persönliche Epic Quest. Sieht nicht so gut aus. Okay. Dann reiche ich dir erstmal eine Waffe rüber. An den Wildhüter. So, dann schieß ich. Und zwar schieß ich. Schieß da hinten mal einen Zombie. Ist da eine Barrikade? Nee, ne? Da ist keine Barrikade. Du könntest okay. Aber. Ich schieß den Zombie da hinten einen Zombie erstmal weg. Weil da kommt auf jeden Fall einer, da ist auf jeden Fall ansonsten. Da muss ja nicht. Ja, und zur Not kann ja auch einer sterben. Ne? Ja. Aber du kannst auch einfach die Aktion weglocken einmal machen. Okay, ich lock mal weg. Dann lockst du nämlich zwei zu einem Standort deines, ich nehme mal an, die Kolonie. Ne? Ja, definitiv. Beim Weglocken ist übrigens nicht, also ist mir zumindest nicht so ganz klar, ob das die gleichen Aufstellungsregeln sind wie bei neuen Zombies. Weil hier ist das bei der Kolonie ja entscheidend, wo die dann auch stehen oder ob man die dann beliebig verteilen darf. Mhm. Aber ist in diesem Fall sowieso... So, anlocken, da kann ich auch meinen Einserwürfel schön für benutzen. Ja. So, dann gebe ich einen Fünferwürfel ab und knall zwei Zombies hier weg. Erst angelockt, dann abgeschossen. Uah.
du Teufel. Ich bin aber auch ein Schelm. So, ich könnte da hinten auf Zombies schießen oder ich durchsuche noch. Ach komm, weil es so viel Spaß macht. Ich suche erstmal. Wuhu, ich brauche noch eine Nahrung und noch eine Waffe. Okay. Habe ich noch zwei Aktionen. Ja, machen wir es nicht spannender, als es sein müsste. Dann packe ich mal ein Medikament dort hinein. Nahrung ist ausreichend vorhanden. Außer ich hole jetzt noch die 5 Überlebenden dazu, die ich hier noch auf der Hand habe. Du kannst noch eine Barrikade bauen, glaube ich. Genau, ne? Barrikade kann ich noch für Lau bauen. Oh, da. Und ich könnte... Kann ich nochmal auf wen schießen? Da habe ich eine Pistole. Das ist auch eine Aktion, genau. Und dann kann ich nochmal suchen. Alle Würfe weg. Da ist alles passiert. Das ist hier nicht zum Tragen gekommen. Haben wir ein gesamtes Spiel ohne Crossroads-Karte. Ja. Und wir haben es nicht einmal vergessen, sie zu ziehen. Also nee. Ist das ja auch immer so eine Sache. Aber es steht ja auch dick noch unten auf der Tafel drauf, ja, dass man das auf keinen Fall vergessen darf. Ja. Dennoch habe ich es oft genug vergessen. Ja, ist ja mal so eine Sache dann bei sowas. Ja, dann war es das. Und wir gehen in die Koloniephase über. Trommelwirbel. Die Nahrung wird verteilt. Alle satt. Gut, dann wird der Abfall überprüft. Da ist ja jetzt mit 4 Karten auch noch nicht so wirklich was los. Krise wird abgehandelt. 2x Medikamente da. Also, ist die Krankheit da auch abgewehrt. Dann Zombies ins Spiel bringen. 2 Stück hier hin. Einer rennt vor die Barrikade, einer kommt dorthin. Barrikade weg. Nein, stopp. Die Barrikade bleibt. Warum? Weil wenn freie Plätze da sind, gehen sie erstmal auf die freien Plätze. Achso. Alles gut. Meinetwegen auch das. Dann kommt da noch einer. Da muss ich auch noch würfeln. Mhm. Wenn ich mit meinem Aktionswürfel. Ja, kommt auch noch einer hin. Ist aber auch noch okay. Hier kommt einer. Alles im Rahmen. So. Gemeinsames Ziel überprüfen. Ja. Ein Überlebenden mit ausgerüsteter Waffe haben wir. Check. Pro Spieler müssen mindestens 3 Nahrungskarten. 1, 2. So, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 und man kann eventuell auch sehen an den bunten Zahlen, dass das keine Startkarten sind. Insofern haben wir gewonnen. Guck mal, dass ich die Faust auch ins Bild kriege hier. Ja, das war's. Verdammt sind wir gut. Ja, das war's also, unsere Partie, und wir haben glorreich gesiegt. Es war nicht wirklich schwierig, oder? Nee, ich habe im Gegenteil, ich habe zwischendurch gedacht, ach, das läuft aber extrem geschmeidig. Ja, also es kam gut alles zusammen. Wir haben die richtigen Charaktere bekommen, oder zumindest keine ganz schlechten. Ne? Ja, in meinem Wildhüter, das lassen wir mal dahingestellt. Aber der Rest hat doch gut geklappt, also war passend zur Aufgabe, das ist immer gut. Und ja, ansonsten waren auch die Krisen jetzt nicht so, dass immer nur Nahrung kam. Ne? Wir haben sie auch sehr schön abgewechselt, ne? Im Grunde wie gemalt. Als wenn einer vorher die Karten sortiert hätte, könnte man was. Nein, natürlich würden wir das nie tun. Maschinenreifen Glück. Ja, also und das Ziel, also die Aufgabe war jetzt auch nicht die schwerste, muss ich ganz klar sagen. Da habe ich schon andere gesehen, die auf Hardcore in meinen Augen unlösbar erscheinen. So, schon gar mit 2 Spielern. Also das war irgendwie so eine Sache, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber das, wo man eben diese ganzen Barrikaden überall errichten muss, das ist schon höllenmäßig. Ja. 12 Barrikaden irgendwie in der Kolonie oder so, das geht nicht. Ja, das war schon ganz gut schaffbar. Ne? Das war
Gut, ich meine, ist sicherlich auch eine Aufgabe mit der Nahrung. Das kann natürlich auch schon mal kritisch werden, wenn man ja auch noch, man braucht ja die Nahrung noch zur Versorgung der Leute. Haben wir jetzt Glück gehabt. Also ich zum Beispiel hatte im Grunde fast meine ganze Starthand war voll Nahrung. Ja, genau, aber das war bei zwei Leuten 7K, ja gut, dann kann man natürlich auch das Pech haben, dass bei den Startkarten die ganze Nahrung rausgeht und man nur Kram hat. Aber das war jetzt mein zweites Spiel. Ja, man hat es am Anfang auch gemerkt, dass ich ein ganz klein bisschen mich erstmal wieder reindenken musste, was man da so machen kann. Im Vergleich zum ersten Spiel, ich räume mal kurz ab, im Vergleich zum ersten Spiel, wo wirklich, ich glaube, die ersten beiden Reisevorhaben ohne Benzin getätigt wurden und schon dazu führten, dass im Grunde die ganze Gruppe tot war, weil irgendwelche Seuchen übertragen wurden und direkt der nächste mitinfiziert wurde. Also Worst-Case-Szenario. Genau, aber das kann man ja, wie gesagt, mit Benzin ganz gut kontrollieren. Man muss sich halt entscheiden. Wenn man es hat. Ich glaube, wir hatten da in dem Spiel gar kein Benzin. Ne, ich glaube, da habe ich dir geraten, das nicht zu benutzen, um das eben für die Krisenkarten zu behalten. Aber das war dann irgendwie doch nicht gut. Das kann ja auch was sein, dass ich schlecht beraten wurde. Ja, das wird sein. Ja, auf jeden Fall war es das. Jetzt ist ja auch schon die erste Erweiterung, beziehungsweise ein Standalone, das als Erweiterung fungieren kann, angekündigt. Die lange Nacht. Bin mal gespannt, was daraus wird. Sobald es auf Deutsch raus ist, werde ich es mir auf jeden Fall holen. Und ich gehe fest davon aus, dass es übersetzt wird. Ja, und ansonsten war es das erst einmal. Also die nächste Partie, Winter der Toten, würden wir dann schon mit drei Leuten spielen, denke ich. Und dann ich würde mich auch bereit erklären, es mit semi-kooperativ oder sogar halt gar nicht kooperativ dann zu spielen. Ja, ein bisschen Kooperation ist immer dabei. Man muss ja zusammen überleben. Es sei denn, man ist Verräter. Dann nicht. Aber das sei dahingestellt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche viel Spaß beim Spielen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.